Bonjour, mesdames. Et salut, messieurs. Ich bin Jacques Lamour, die Gärtner. Oh, ich liebe meine Berufe, aber nicht bei diesem Sauwetter. Oh, ich hasse es, wenn ich brauche einen Regenschirm, für wenn ich muss gehen raus, für zu gießen die Gärten. Aber nur eine Tropfen Wasser zu wenig. Und für manche Pflanzen, es ist eine große Katastrophe. Wie bei meiner letzten Freundin. Oh, sie hatte ein absolut braunes Daumen. Bei ihr, alle Pflanzen sind gewachsen, ganz verschrumpelt und knusprig. Dabei, Gärtner ist die schönste Beruf von der ganzen Welt. Nur, ich mag nicht so sehr die ganze Klischee über uns Gärtner. So glauben noch immer manche Infantile, Vegetarier wären Menschen, die kaufen ihre Wurst bei die Gärtner. Bei uns? Wurst? Mon Dieu! Oder viele Menschen denken immer noch, wir Gärtner, wir wären ganz grandiose, lieber Bär. Mesdames, ich muss ihr endlich einmal richtig stellen etwas. Das ist ein ganz, ganz dummes Klischee. In Wahrheit, wir Gärtner sind noch viel, viel besser. Das kommt, weil wir haben ganz sensitive Finger von die Pflege von die besonders elisisch, exotisch Pflanzen und Blüten. Wir haben die gleiche sensible Hände wie die Chirurgen, nur leider nicht dieselbe Gehalt. Dabei, die Resultat bei der Chirurge und bei uns Gärtner ist genau dieselbe. Eine falsche Schnitte! Und wir müssen unsere Fehler vergraben, tief unter die Erde. Oh, meine Rücken. Ah, das ist die Schuld von die blöde Drecksacke. Oh, immer ich muss schleppen, so viele schwere Sacke voll Dreck. Apropos Drecksacke, kennen Sie schon meine neue Chefin, die verrückte Fritze? Noch nicht? Oh la la, dann, Sie müssen unbedingt kommen in die Gary Jansen Theater, in die Kulturbeckön in Wonsheim. Nur noch diese und die nächste Wochenende bis zu die 5. November. Sie können erleben meine Abenteuer mit die bizarre Fritz und viele, viele schöne Frauen. Bei Urlaub Morte. Kommen Sie und lachen Sie. Ich gebe Ihnen meine Ehrenworte. Jacques Lamour. Mein Name steht für Liebe und für Lachen in die Gary Jansen Theater.